Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir die Zenetra gestürmt, haben eine epische Anime-Cutscene gesehen und ja, Gaius und unsere Gruppe hat sich aufgeteilt und mal gucken, was wir hier finden. Soldaten! Wer hat das gedacht? Oh Gott. Na gut. Nee, Alvin. Also mal anders angreifen. Jo. Au, au. Erstmal heilen. Alles nicht hilft. Erstmal heilen. Impact Cross. Spam. Ey, stopp, Spinne. Weg von Elise. Und du auch. Alle gehen sie auf Elise, Mann. Ich wollte ja alles von ihr. Oh nein. Oh. 2000 galt, was? Schön. Talkie. Funkgerät. Ja, hab ich doch gesagt. Handy Gizmo. You use it to communicate far distances. We captured one of the intruders. Deploy all combat personnel immediately. Whoa, we can talk. Sounds like Ivor got caught. Should we rescue him? After we finished everything else. Wer hätte das gedacht? What's happening? A great number of spirits have perished again. Sounds like they used the Lance of Kresnik again. We have to hurry. Und auf dem Wasser nützt du nichts. Okay. So, ich hätte gern, okay. Alvin und Leia. Auf den Spuren der Vier. Ja, wann kriegen wir ihn endlich mal wieder? Kommen wir irgendwann alle auf einmal? Mila? Oh, it's nothing. Don't worry about it. Keep spacing out like that and we'll have to leave you here. Well now, you've grown quite brazen with the Lord of Spirits. It is you who should worry about keeping up with me. Oh right, that's the Mila we know. We'll be right behind you. Sehr weit hinten. Okay, dann fehlt glaube ich jetzt nur Leia und Elise. Ja. Dann haben wir alle Verkupplungstitel schon mal. Und ich werde mich hier sehr gut umschauen, weil ich habe so das Gefühl, dass so einer dieser Orte 2600 galt, was? Den wir nicht einfach so wieder betreten können. Kommt mir jedenfalls so vor. What is this? I don't even. Zack. Und ich bin bescheuert. Ich muss doch erstmal hier. Aber, Jude. No. Zack. Zack, 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 zack. Bums. Und Mystigard. Ding, ding, ding. Bangness. Oder Bangness. Ja, dies ist die Größe. Obwohl sie die kleinste ist. Ah. Okay. Bleh. Silva. Wo? Was war die denn am Abspacken? Großer Terror, was? So ist das?
Soll er ja greif mal an, klau irgendwas oder was weiß ich. Ach nee, kann man nur bei Dingens, genau. Jo. Jo. Müssen wir hier so mal auf die Gegner konzentrieren. Oh Gott. Aber wo ist der Dingens? Der Heilzauber. Geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, aber egal. Weil wir es können. Elfenheilung hat eigentlich nur Elfen geheilt. Und Rona Level up. So, ich möchte dann nicht Elise im Moment stören. Lea und Mila und Jude. Und Ron. So. Was kann der alte Mann denn noch lernen? Was der alte Mann alles kann. Diffusionsantrieb ohne Art. Scheiß drauf, was es ist. Hauptsache eine Art. Und erstmal FP. Egal was es ist, Hauptsache mal erstmal FP. Boah, das war sehr intelligent ausgedrückt. Und das war auch irgendwie ein geklauter Satz, aber was soll's. KP-Schub. Ich habe hier nochmal lange. Ja. Warum reicht das aber auch? Nee, hab ich ja nicht. Wird sich ja wieder umkehren. So, Sack, Truhe. Pizza, Klumpen. Njo. Oh, was eine Musik hier ist. Und recht. Kamera-Action. Ey, gehst du weg. Und das auch eine Truhe, hätte ich beinahe verpasst. Zink. Schmankerl. Mann, wir haben schon 15. Wir sind voll selten hier in den anderen Tales of Spielen, die ich bis jetzt gespielt habe. It's like a mansion in here. I thought this was a battleship. No. The ESS Zenithor was a cruise ship that plied Olympias Oceans. It ended up here 20 years ago when part of the schism ruptured. Wait a minute. That's when the Olympian army broke through the schism. 20 Jahre? How could they break through from Olympias without the lands of Kresnik? I don't know the details. The original Lance of Kresnik was developed by the Olympian army. What do you know about it? Not much more. I know the current Lance of Kresnik was modeled after it. And your people made it because they wanted spirits. Olympias is a world built on and developed around Spyrex. They're the foundation of our entire civilization. Why can't you find a different foundation for your civilization? I bet all Olympias people are big, fat, lying barbarians just like Alvin. Oh, now I'm a barbarian as well as a liar? It's not as simple as just giving up Spyrexes for some other technology. We're not like you. We don't have manalobes. Wait, what? We can't wield spirit arts. We lack the ability to manipulate mana. So you use Spyrexes instead? Exactly. Hm? Wollt ihr das jetzt aussuchen? So wie Wingull? Oder was? They put up barrier bars. Ooh, pretty! Careful. Touch one and you'll be sliced in two. What? What should we do? Security report. We've energized the barrier bars in the central sector. However, we're having trouble activating them in other sectors. What? Is something wrong with the generators? Negative. Both generators are functioning normally. The malfunction must lie elsewhere. We can't disengage the central barrier bars. Use every available soldier to guard the port and starboard generators. Defend them with your lives. Yes, sir. Good timing.
It appears these bars will disappear if we disable the generators on the port and starboard sides. Okay, let's find them. Na gut. Verdammt. Wieso will ich das überhaupt versuchen? In den Gedanken ganz woanders, ja, genau wie ich. It's this way. Hurry. Mila, you're bleeding. Stop for a second. Huh? I hadn't noticed. They must have caught me off guard. Even the mighty Maxwell needs to keep her head in the game. As if I wouldn't know that. Sorry. It's okay. There you go. All taken care of. Let's keep going. Olympionen. Also muss ich erstmal den ganzen Weg gleich zurückgucken. Zurückgehen und gucken, was da ist. Ah, sorry. That was a lie. I don't have a mana lobe, so I can't channel anything. Yet your weapon doesn't seem to be Spyrex based. Even I'm not foolish enough to pack Spyrex around the Lord of Spirits. What's it like to not have a mana lobe? It feels perfectly normal to me. What's it feel like to have one? Is it fun being able to control spirits? I wouldn't say fun exactly. It does have its downsides. Like our skill with spirit arts pretty much determines our future. Ah, yeah, that doesn't apply to Spyrex. It's the same for everyone. Indeed. It kills spirits regardless of who uses it. Ah, come on. Don't look at me like that. We may not have mana lobes, but the people of Olympias are still the human beings you love so much. Ja. Wir wollen ja hier nicht rassistisch sein, nicht wahr, Mila? Nicht wahr? So, und hier ist wirklich nichts. Verdammt. Ich bin den ganzen Weg umsonst gelaufen. Und ich verschwende ja so ungern Zeit. Zwinker, zwinker. Wow. Ich dachte, das ist halt eine Statue oder so. Nein. Okay, ist gut. So. Könnt mich ruhig mal umschmeißen, damit ich hier mit Ju diese Arzt in Ausbildung Titel und so bekomme. Ich gehe ganz bestimmt nicht offline und lass mich von irgendwelchen umhauen. Ja, anscheinend muss ich gerade um die Titel zu bekommen. Au, au. Ja, ist gut. Jo, jo. Wo habe ich den jetzt hingeballert? Oh, der Angriff wird ja stärker. Ja, Jude, danke. Bringt überhaupt nichts. Damn. Ey, blinkt doch. Oh Gott. Mann. Töt mich doch nicht. Was habe ich dir denn getan? Wow, die Angriffe werden viel stärker mit der Zeit. Die ganzen Windklingen und Leuchtfeuer und so. So, gut, kann man noch schnell aufleveln. Das können wir auch noch einsammeln. Was haben wir hier? Na, Phönixfall, ja. Klar. Hier mal Schlüsseldingen. Wir haben AFP und Bewegung. Ja, verdammt. So, FP. FP. Ja, setze ich zwar nie ein, aber. Ja. Egal. Ach, was soll's. Ja. Ich würde aber sagen, ich mache jetzt hier einen Schnitt an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.